Werner wünscht viel Spaß. Halli und hallo zu Fallout 4. Mein Name ist Taverno und schön bist du dabei. Da haben wir in der letzten Folge die unglaublichen Maschinen aufgebaut, die mich, uns, den Charakter, wie auch immer, soll ins Institut bringen. Via Radiofrequenz und Übertragung und Teleportation und weiss ich nicht was, wie ist das? Aber ich bin ein bisschen vorlux mit. Wir schauen dann gerade anfangs nächste Folge, ob der funktioniert, weil es braucht auch noch einen optionalen irgendetwas Signalempfänger. Und den bekomme ich in einem Spital. Und für das machen wir am besten eine Schnellreise, weil ich habe gesehen auf der Karte, das ist wieder am anderen Ende. Und da ist, denke ich, sicher wieder irgendwie Gunner, Runner, Rider, weiß ich nicht was, irgendetwas in dem Spital drin. Aber wir gehen jetzt gleich dort hin, weil ich will alles Optionale dabei haben für die Hauptquest. Nützt nichts, schatz nichts, nützt nichts. Hörst du da? Wo geht jetzt dort doch schon ein? Sensor meldet feindliche Präsenz. Ich glaube, wir sind nicht allein. Ich schwitze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Da heisst da einer, hat es dann gerade wieder die Supermutanten. Da sind wir auch schon 2-3 Mal gesehen bis jetzt. Bitte kommen Sie aus Ihrem Versteck. Wo bist denn du? Ich bin nicht versteckt. Komm du aus dem Versteck. Wo bist du? Greife an. Jetzt hast du ein Problem. Er gab immer so schön in Deckung und ich nicht. Das war wohl der letzte. Und wenn man den brechen würde, nämlich den Sündschädel gerade los. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Nein, besser nein. Ein bisschen Munition nehmen wir doch gern mit. Und jetzt müssen wir da hier den Signalsensor suchen. Sicher gut. Niki, kommst du mit? Bei ihm habe ich mir eigentlich auch erhofft, dass er noch ein bisschen mehr sagt da jetzt auf dieser Hauptquest, wo wir da unterwegs waren. Hat aber nie irgendeinen Einwand gehabt, gar nicht. Er hat dann unbedingt seine Eddie Winterbänder. Da machen wir den auch noch. Das, ich bin gespannt, ob wir da dort auch dabei sind. Oder ob das seine Quarantine-Story ist. Denn. Jemand hat sich alle Mühe gegeben, hier niemanden reinzulassen. Definitiv. Aber es ist ja verdammt gut. Sieh da hin. Oh. Ich will hängen, wir enden heute nicht als Abendessen. Geräusch? Nein. Nein. Was ist das? Jetzt noch einer von denen, die haben keinen Kampf. So spielen sie ja keine Rolle, aber vor allem du, ja, wenn sie gehörst, piepsen ist ja gut, aber wenn sie nicht piepsen. Was ja, denn? Was? Wer da sein? Ohren mir, wie du dich nicht können, Eva. Hey, da sind sie wieder. Gut gemacht. Wo sind die? Nicht da. Ah, wo hast du dich verkrochen? Ja, aber da ist schon gut, hä? Das sind keine großen Tiere. Vielleicht noch nicht einmal aus 5 Meter. Nein, nicht so. Aber ich auch nicht gerade. Er muss jetzt gerade nicht. Immer gerade schön schauen, ob ich noch etwas gesehen, was mir gefällt. Dann nehme ich es mit. Ha! Sorry für den Schnitt, da hat es geklingelt an der Tür. Verdammt! Kann man nicht einmal in Ruhe ein Let's Play aufnehmen? Nein, passt schon. Von wegen Let's Play aufnehmen. Wir sind ja mittendrin, stand nur dabei, du! Was haben wir da noch? Sollte es gar nicht da sein. Nein, du gehörst einen Haufen. Wieso hat er 3 Impro-Gewehr dabei? Naja, wenn er sie braucht. Gauner. Das Köterfleisch könnte man eigentlich noch holen. Mutanten Hundefleisch, so. Das ist der richtige Name. Und dann müssen wir in den oberen Stock, weil unser Gesuchter liegt oben. Habe ich da auch klettern? Nein, nur oben runter. Schade.
Zu schön. Licht haben wir ja, aber wieso tun es mir das so dunkel? Hey. Also, auf dem Stock. Oh, auf dem Stock eventuell. Schreien, schreien um Gnade. Eventuell aber erneut. Hallo, Mutantis. Oh. Da kommt jemand. Das ist so doof. Du schlagen die ich schieß doch jetzt nicht dort drin. Ach, ne. So, aber scheinbar schon, wenn ich da bin. Und so durchschauen. Das finde ich so doof. Sorry. Der Lauf ist halt einfach dort. Und das Ding ist nicht... Die Visierungsausgleichung ist halt nicht gemacht. Das ist es. Der Lauf ist auf dieser Höhe. Und auf die Nähe ist es nicht kalibriert. Das ist es. Jetzt weiss ich es. Malerpinsel braucht keine. Aber Kronkörkli nehmen wir sicher mit, wenn wir sie schon gerade gesehen. Und Kamera. Wo ist denn das, was wir suchen? Du sterben, blöde blaue Frau. Blöde blaue Frau. Tja, so sieht's aus. Bum, bum. Wo sind ihr denn? Ich suche euch, wie verrückt. Ah doch, Häpsletz. Scheinbar. Scheinbar Häpsletz. Das ist schon wieder so ein OP-Schlüssel. Da habe ich sicher den dritten oder den vierten gesammelt. In dem Augenblick. Hallo! Ich suche jetzt da zuerst einmal nach dem Ding. Vielleicht komme ich von da gar nicht hin. Einmal, da geht es ja noch auf die andere Seite. Wir sind eins weiter oben. Wir sind wieder eins weiter unten. Und da ist verschlossen. Sicher noch jemand an die Tür, die ich mit dem Schlüssel. Ups. Mehr zurück. Viel mehr zurück. Das wär's. Ich muss hören. 10 Meter? Nein, das ist noch eins nebendran. Lass das. Wie kommen wir denn dort an? Oh, alles klar. Ich höre ein Zeug, das kann nicht da sein. Was das sein? So. Ich höre was. Wo sind ihr? Aber wirklich... Was? Biometrische Scanner, genau so einen muss ich holen. Wohl nichts gewesen, da was sein? Was? Wer da sein? Ich bin ganz Ohr. Wir sind schon wieder überladen, da geht's einfach nicht. Ich hab doch nicht aufgenommen. Aber gar nicht, Nick, hilf mir. Nimm du den Rest bitte. Ich habe wirklich mit. Ah, Metallrüstung kann ich natürlich auch noch aufmachen. Hätte man auch noch kennengeben. Kann man da noch eins rauf zum. Hallo, da wäre es ein. Nein, aber da sind wir definitiv schon gewesen. Wo sie uns kennen, ist weg. Weg, 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 weg. Der Hammer ist schon ergaunert. Heute kein Kampf. Heute nicht. Da liegt ja auch einer, so habe ich nicht den können nehmen. Blöde Geräusche. So hat er nicht geholt. Geräusch! Dann gehen wir doch da wieder. Supermutanten haben eh nichts Schlaues für uns. Lohnt sich nicht mit denen da. Zeit vertreiben. Nix gewesen. Ich fände noch einen legendären, der... Aber... Nicht nötig. Schliesslich wollen wir ja wissen, wie es weitergeht, oder? Schliesslich wollen wir ja wissen, ob die Maschine auch das tut, was sie sollte. Und schliesslich wollen wir auch wissen, ob wir mit der Railroad... Wow, jetzt haben wir schon gemeint, auf der richtigen Fährte sind, wo kommt... Was rennt... Wo rennt der an? Das ist Express-Versorgungstour zwischen den Siedlungen. Kann man upgraden, wenn man Charisma auf Level 15 hat.
Nur dann rennen die so schnell und dort generieren sie ja die doppelte Menge an Schrott. Jawohl. Nein, Spaß. Keine Ahnung, was der gestochen hat. Ah, der hat einfach seinen Karawanenpartner verloren. Also gut, wir sind ja wieder am völlig anderen Ort. Und reise jetzt dafür hier runter. Wenn ich es verwünsche, hallo. Jetzt ist es gegangen. Und dann schauen wir mal, was dort passiert. Wenn wir jetzt das noch einbauen und jenes noch bringen und das App noch machen. Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch habe. Von was? Betreuer. Was war das? Oh, nichts. Ah, der regt mich so auf. Da fehlt der Steg. Da fehlt eindeutig Steg. Ja, vor der Zwischenfolge 2 Minuten. Einfach schnell Mürli hinzugefügt. Nicht, wenn da jetzt gerade ein Angriff wird stattfinden, dass sie das gerade könnten zerstören. Wäre ja auch schade. So komme ich jetzt da oben. Juppie, suppie. Das tut und macht und zischt und... Was muss man jetzt mit dem Ding machen? Wo muss ich das einbauen? Aktivierte Signalempfänger. Dieser Job wird das Paradies für Tom sein. Wir brauchen tonnenweise Energie, um das Ding zum Laufen zu bringen. Hey. Der Emitter muss exakt auf die Plattform ausgerichtet sein. Ansonsten wird das hier nur ein großes Kunstwerk. Was? Es muss alles am gleichen Stromnetz hängen, sonst funktioniert es nicht. Der da muss genau auf Ding ausgerichtet sein. Aber ich kann den da nicht bauen. So leid es mir tut. Ich glaube da nicht. Würde mir ja eigentlich schon noch Sinn machen, aber wenn es nicht, kannst du ihn an deine Stelle. Ist doch so. Du. Nein. Hey. Wir brauchen tonnenweise Energie, um das Ding zum Laufen zu bringen. Arbeite mit Tom zusammen. Wir werden alles tun, um dich zu unterstützen. Was fehlt denn noch? Strom setzt ja auch genug an. Tonnenweise. Hängt auch alles am gleichen Stromnetz. Gute Quanti. Alles miteinander verbunden. Wieso hat jetzt der da ein Auto? Ah, das habe ich gemacht. Weil ich den immer noch ausgewählt habe. Und jetzt? Würde ich das Kabel gerne lagern. Danke. Und dann von hier noch einen da rüberziehen. Jetzt haben wir 10, 20, 25, 28 Strom. Das müsste ja eigentlich länger. Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. Aha. Aha, das ist es noch nicht. Scheinbar. Oder ist es einfach eine Zusatzinfo gewesen? Das ist jetzt noch interessant. Stellen wir hier noch das Pilöntli mal hin, das hat ja auch Strom gegeben. Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. Schön verarschen. Haben wir ja gemacht. Ohne Energie wird das Ding keinen Mucks von sich geben. Ansonsten wird das hier nur ein großes Kunstwerk. Ja, aber jetzt ernsthaft, was fehlt euch? Dem fällt nichts, wenn du mich fragst. Ist ja alles blau, Strom. Das reagiert nicht immer. Es muss alles am gleichen Stromnetz hängen, sonst funktioniert es nicht. Eine Möglichkeit, ins Institut zu gelangen. Unglaublich.
Ja, hängt doch alles am gleichen Stromnetz. Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. Ja. Da bin ich gerade schnell überfragt, was der von mir will. Weil es nicht das tut, was ich erwarte. Wir müssen jetzt den hier Tab lagern. Zack. Hauen da einen Pylonen rein. Zack. Was dazu führt, dass doch alles am gleichen Dings hängt. Verdammte Wäschhänke. Und es gibt keine Veränderung. Und da kann ich nicht mit Strom verbinden. Jetzt ernsthaft. Was wollt ihr von mir? Ey? Ich bin hier am Rumüben und machen und tun. Ich finde es einfach nicht aus. Wir brauchen ohne Energie wird das Ding keinen Mucks von sich geben. Wo hast denn du einen Energieanschluss? Das leuchtet ja nicht, da gebe ich dir ja recht. Da gebe ich dir ja recht. Ah, da, schau. Da habe ich vorher schon dreimal probiert und es ist einfach nicht gegangen. Auf das da schwarze Ding da. Jetzt leuchtet es aber da. Und wir da auch ein bisschen. Er muss sicher genug. Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. Was? Ansonsten wird das hier nur ein großes Kunstwerk. Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger arbeite hängt. Arbeite mit Tom zusammen. Wir werden alles tun, um dich zu unterstützen. Hey Tom! Es muss alles am gleichen Stromnetz hängen, sonst funktioniert es nicht. Du machst mich krank. Also, noch einen Moment mal. Das hängt meiner Meinung nach alles am gleichen Stromnetz. Ich hoffe, eurer Meinung nach auch. Und jetzt, das ist ja alles miteinander verbunden. Dann lagen wir da mal ein. Zack. Und funktioniert ja immer noch. Warum? Warum auch immer? So. Jetzt können die hier hinten miteinander verbunden. Alle zusammen liefern den Strom hier hin. Der Strom geht hier hin. Hier hin. Und hier geht der Strom über. Dort drauf rauf. Und wie um Himmels Willen soll der hier noch Strom bekommen? Der hat nämlich gar keinen Stromabnehmer. Wenn ihr mich fragt. Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. Ja, inneres Gefühl, das da muss noch da drunter. Das habe ich inneres Gefühl. Ganz ehrlich. Aber irgendwie will das nicht das machen, was ich will. Wie seht ihr da? Sagt mir, was ich da falsch mache. Ich weiss vielleicht bis zum Schluss ist es dann erledigt, aber es würde mich wirklich wundern, wo das ich. Und funken und Sachen machen, aber... Er sagt ja, das muss genau über die Plattform ausgerichtet sein, oder? Lalalala. Gibt es aber keine Möglichkeit, das anständig zu stellen. Und
Nö. Also, von mir nicht weiter. So. Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. Mal fehlgeschlagene Minuteman-Aktionen. Wir brauchen tonnenweise Energie, um das Ding zum Laufen zu bringen. Zu wenig Strom hat es ja auch nicht. Kann du mal schauen, Tom, was los ist. Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. Hallo. Der Emitter muss exakt auf die Plattform ausgerichtet sein. Ansonsten wird das hier nur ein großes Kunstwerk. Der Emitter muss exakt auf die Plattform ausgerichtet sein. Du machst mich krank. Das ist der Emitter und das ist die Plattform. Sag ja. Aber wie wollte ich das exakt auf die Plattform ausrichten? Wenn die Plattform nicht... Was? Ich sag jetzt nicht. Irgendetwas ist jetzt gestanden, oder? Von wegen, ich muss mit jemandem reden. Reden wir jetzt einfach mal schauen, was passiert. Das Geschäft in Good Neighbor ist abgeschlossen, oder? Das Institut ist überall. Der Umfang unseres Einsatzes dort ist streng vertraulich. Desdemona. Eine Möglichkeit, ins Institut zu gelangen. Unglaublich. Dieser Job wird das Paradies für Tom sein. Hallo, was läuft, um Himmels Willen? Die verarschen mich. Machen mich fertig. Ihr macht mich wirklich fertig. Keine Ahnung, he. Tut mir wirklich leid. Der Emitter muss exakt auf die Plattform ausgerichtet sein. Es gibt ja keine Möglichkeit, den irgendwie da zu plattformisieren. Ich denke, das ist alles Richtige so. Aber scheinbar nicht. Im Himmels Willen, ja. Exakt dann noch, weißt du? Exakt. Nicht ein bisschen daneben, exakt. Das Baumenü ist halt einfach auch nicht das Richtige. Das wird dich langsam, hä? Ungeduldig. Weil ich es einfach nicht verstehe, was ihr von mir wollt. Ich habe keinen Plan. Wird wirklich nicht schlau draus. Bla bla. Wirklich bla bla. Jetzt habe ich es abgerissen und jetzt eben baut den Strahlenemitter. Aktiviert den Signalempfänger und spricht mit dir. Sprich mit jemand anderem. Hey. So, ich bin jetzt zurück. Jetzt hoffe ich, es funktioniert. Ich habe schon mal einen Anlauf gestartet, mit ins Institut zu reisen und irgendwie ist es einfach nicht weitergegangen. Jetzt habe ich nochmal geladen, und zwar weit zurückgeladen. So weit zurück, dass die Anlage noch nicht gestanden ist. Hat die zwischenzeitlich aufgebaut. Entschuldigung. Brauchst du Hilfe mit dem Signalfänger? Und jetzt rede ich nochmal mit allen. Endlich erfahren wir, was das Institut wirklich vorhat. Und dann gehen wir dort runter. Wenn ich es dann kann. Ich könnte etwas Hilfe bei der Suche nach den Teilen für den Emitter brauchen. Dafür brauchen wir echten Hightech-Scheiß. Einen Schaltkreis, der auch fürs Militär taugt. Sieh dich mal in einer Armeebasis um. Da müsstest du was finden.
Das ist recht komisch. Er sagt mir jetzt die Tipps, die ich hätte brauchen können, bevor ich die Anlage überhaupt in Angriff genommen habe. Reden wir mit dir, vielleicht bringt uns das weiter. Desdemona, ich finde das echt schwierig. Eine Möglichkeit, ins Institut zu gelangen. Unglaublich. Ja, und jetzt? Arbeite mit Tom zusammen. Wir werden alles tun, um dich zu unterstützen. Ich stehe jetzt auch da drauf. Es ist voll verbuggt. Desdemona. Dieser Job wird das Paradies für Tom sein. Dieser Job wird das Paradies für Tom sein. Der Dings von der... Der Stand ist... Der Stand von der Mission ist momentan... aktivierte Signalfänger. Habe ich denn das noch nicht gemacht? Eigentlich schon. Brauchst du Hilfe mit dem Signalfänger? Das wird eine Riesensache. Endlich erfahren wir, was das Institut wirklich vorhat. Es ist zum Brüllen. Es ist wirklich zum Brüllen. Hat ja alles Strom. Das macht mich fertig, da, das Ding. Macht mich echt fertig. Das ist so... Horror. Das sagt wieder, es hat keinen Strom. Oder was? Es leuchtet auf jeden Fall. Ich komme nicht raus. Ich komme wirklich nicht raus, was das Problem wieder sein soll. Das ist echt krank. Hi. Brauchst du Hilfe mit dem Signalfänger? Das wird eine Riesensache. Endlich erfahren wir, was das Institut wirklich vorhat. Zum 100. Mal. Es ist mir eigentlich gleich. Jetzt nicht. Es ist zum Brüllen. Hat der Strom? Ist ja blau und nicht rot. Ich komme nicht mehr raus. Abgeschlossen. Und was muss ich noch aktivieren? Das ist mir ein rechtes Rätsel. Arbeite mit Tom zusammen. Hey, wir werden alles tun, um dich zu unterstützen. Frag mich so auf. Echt. Es ist zum Kotzen. Vielleicht ist das Ende von Fallout 4 das hier. Bei mir, in meinem Fall. Weil da geht wirklich nichts mehr. Ich kann mit dir nicht mehr reden. Eine Möglichkeit, ins Institut zu gelangen. Unglaublich. Arbeite mit Tom zusammen. Es geht einfach nicht weiter. Wir werden alles tun, um dich zu unterstützen. Es geht einfach nicht weiter. So leid das mir tut. So leid das mir tut und es nervt mich gerade ungeheuer. So, jetzt haben wir ihn deaktiviert. Was ist denn mit dem da? Das macht einfach nicht weiter. Irgendwie macht es einfach nicht weiter. Das ist zum Blicken. Es ist wirklich zum Brücken. Keine Ahnung, was ich noch machen soll.
Ich weiß nicht, ob du unglaublich schlecht oder spektakulär gut schießt. Hör auf jeden Fall auf damit. Dieser Job wird das Paradies für Tom sein. Desdemona. Eine Möglichkeit, ins Institut zu gelangen. Unglaublich. Ich weiß es nicht. Ich bin überfragt mit der Situation. Brauchst du Hilfe gerade mit dem Signal? Ich bin wirklich überfragt mit der Situation. Schließt das nicht ab, dort unten? Aktivieren. In meinen Augen ist alles aktiviert. Kein Plan. Und an dieser Steuerungskonsole kann ich leider nichts machen. Brauchst du Hilfe mit dem Signalfänger? Das wird eine Riesensache. Was ich brauche, ist, dass das läuft. Was das Institut wirklich vorhat. Das ist doch zum Kotzen. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Es tut mir wirklich leid. Ich bin ein bisschen genervt. Vielleicht merken wir es. Passiert einfach nicht. Und ich kann nicht interagieren mit dem Ganzen. Keine Ahnung. Arbeite mit Tom zusammen. Wir werden alles tun, um dich zu unterstützen. Keine Ahnung. Kommen wir da nicht vorwärts. Daten sagen, ich soll ihn aktivieren. Baut Tischer, sprich mit der Desdemona. Es passiert einfach nicht. Baut den Strahlenmittel. Wolltest du mir sagen, wolltest du mir sagen, dass du das nicht siehst, dass der gebaut ist? Tatsächlich. Aber er funktioniert ja. Ich kann es nicht einmal verwerten. Ich kann es lagern, ja. Aber verwerten kann ich es nicht. Jetzt hat er es geschnallt. Halleluja. Abgeschlossen. Halleluja. Halleluja! Es lebe die Technik, hä? Scheiße! Wie ist der Status? Das Ding läuft, jetzt geht's wieder so los. Das Institut ist riesig und unbekanntes Gebiet für uns. Bevor wir da irgendetwas planen können, musst du noch was erledigen. Was ich dir jetzt erzähle, ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der Railroad. Es ist an der Zeit, dass du erfährst, wer der Patriot ist. Der Patriot? Es gibt einen Mann im Institut, vielleicht auch eine Frau, das wissen wir nicht genau, der den Synths zur Flucht verhilft. Dutzende von Synths verdanken ihm sein Leben. Wir wissen aber nicht mal, wie er heißt. Und es gibt keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Also haben wir ihm den Codenamen Patriot gegeben. Wenn dein Plan funktioniert und du ins Institut gelangst, musst du für uns den Kontakt zu ihm herstellen. Wie soll ich Kontakt zu ihm aufnehmen, wenn ich nichts über ihn weiß? Der Patriot hat einen Weg gefunden, uns Nachrichten zu schicken.
Das Gelingen des Plans hängt davon ab, ob wir diesen Weg ebenfalls nutzen können, um ihm zu antworten. Okay. Ich werde mein Bestes tun. Tom hat eine Nachricht verschlüsselt, die für den Patrioten gedacht ist. Sobald er sie erhält, wird er dich kontaktieren. Bis du ihn kontaktierst. Und wahrscheinlich auch noch danach. Darfst du nicht auffallen. Du musst sie infiltrieren. Schaffst du das? Unsere Augen und Ohren im Institut zu sein. Wie infiltrieren wir den Laden? Du musst ihnen was vortäuschen. Bleib dabei am besten so nah wie möglich an der Wahrheit. Und du wirst auf Zack sein müssen. Wir haben keine Ahnung, was auf dich zukommt, falls du es überhaupt schaffst. Ich bin bereit. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Stell dich auf die Plattform, dann gebe ich dir das Holoband. Verbinde dich mit dem Institutsterminal und warte auf Antwort. Tom, sprich mit mir. Jetzt bin ich ja so gespannt, ob es da mal anders schläft. Vielleicht müsste ja die Runner-Kleidung haben. Wer weiß. Nicht weiß. Bewegen! Ich muss alle deine Moleküle erfassen. Bin ja so gespannt. Ich hoffe, ich erwische sie alle. Sind ja nur ungefähr 60 Trillionen. Okay. Spendieren wir deinem Baby etwas Saft. Mal sehen, was es so drauf hat. Nimm das Holoband hier. Du wirst es brauchen, um den Patrioten zu kontaktieren. Oh, Mann! Keine Sorge! Das gehört alles zum Plan! Tom, tu, was auch immer nötig ist, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Lüg! Sag ihnen, was sie hören wollen. Denk dir eine Tarnung aus und verkauf sie ihnen. Komm schon! Ich glaube, ich hab's! Schalte auf das Institutssignal! Sammle so viele Informationen wie möglich. Über Synths. Über die Pläne des Instituts. Finde ihre Schwächen. Wenn wir das Institut ausschalten oder vernichten wollen, müssen wir das tun. Steck das Holoband in ein Terminal. Dann wird sich der Patriot melden. Das muss er einfach. Hab die Frequenz! Es funktioniert! Finde eine Möglichkeit, sie zu retten. Niemand. Aus. So. Jetzt bin ich also wirklich gespannt. Abgeschlossen, die Molekularstufe. Seit 2 Stunden bin ich jetzt am Versuchen, die Mission irgendwie wieder zum Laufen zu bekommen. Meine Nerven sind zwischendurch schon fast ein bisschen blank gelegen, muss ich euch ganz ehrlich zugestehen. Weil so Zeug nimmt mich einfach mit, schiesst mich an, wenn es einfach nicht geht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bäh. Jetzt probieren wir es nochmal mit aller Ruhe und aller Freude wieder an die Sache kennen, weil es würde mich auch wirklich wundern, wie es da weitergeht. Wirklich. Vielleicht jetzt hier nicht gerade das Terminal rennen, wer weiß. Zuerst mal ein bisschen rumschauen. La 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 la. Hallo? Da, aha. Hallo? Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Aha. Du bist ziemlich einfallsreich. Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Aha. Jetzt muss ich schon den Aufzug betreten. Weil da kommt man... Nutzlos. Den Ordner lassen wir liegen. Dann probieren wir doch das nochmal aus. Licht habe ich auch keinen. Ah, mal, jetzt. Ich kann mir vorstellen, was du... Abgeschlossen, betritt den Aufzug. Was du über uns denkst. Ich möchte dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Jetzt sieht es besser aus. Das ist die Realität des Instituts. Dieser Ort. Diese Leute. Unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung, unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach. Und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben
instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Wegen deines Sohnes. Ja, und jetzt? Jetzt ist wieder genau nichts mehr los da. Bin ich also wirklich gespannt, was so Sache ist. Weil ich habe keinen Wegpunkt mehr, wo ich ablaufen muss. Das irritiert mich ein bisschen. Das ist zwar schon recht linear da. Und jetzt sind wir da. Und das ist der Sohn. Wie ist denn da? Sean? Was? Oh, ja, ich bin Sean. Bist du das? Sean? Bist du es wirklich? Wer bist du? Sean? Wo sind alle? Vater, was ist los? Was geschieht hier? Sean, Papa ist fort. Aber ich bin da. Mama ist jetzt Was hier. Was ist los? Vater? Vater! Shh. Alles okay, Sean. Mama ist jetzt ich da. Ich kenne dich nicht. Geh weg! Vater! Vater, hilf mir! Hier ist jemand! Hilf mir! Bitte, Vater? Sean! Vater, hilf mir! Ich bin deine Mutter! Sprich mit mir! Öffne einfach die Tür! Nun funktioniert da wirklich alles. S923, Rückrufcode Cirrus. Faszinierend, aber enttäuschend. Das Kind hat überhaupt nicht wie erwartet reagiert. Er ist nur ein Prototyp. Erst jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen extremer emotionaler Reize. Bleib bitte unvoreingenommen. Ich sehe, dass du emotional bist und auf deinem Weg hierher viele Probleme hattest. Beginnen wir von vorn. Ich bin Vater. Willkommen im Institut. Vater? Das ist dein Name? Ein Titel? Vater ist mein inoffizieller Titel. Das bin ich für die Leute des Instituts. So wie du ein Elternteil für deinen Sohn bist. Für Sean. Ich mache es ganz einfach. Wo ist mein Sohn? Er ist hier, im Institut. Näher, als du denkst. Aber... Du musst erkennen, dass diese Situation weitaus komplizierter ist, als du es dir hättest vorstellen können. Du bist weit gereist und hast viel erlitten, um deinen Sohn zu finden. Deine Hartnäckigkeit und dein Engagement wurden belohnt. Schön, dich endlich zu treffen. Nach dieser langen Zeit. Ich bin's. Ich bin dein Sohn. Was? Wie ist das überhaupt möglich? Ich weiß, das ist ganz schön viel. Im Vault hast du nicht mitbekommen, wie die Zeit vergeht. Du bist aus der Kapsel gekommen und hast deinen verlorenen Sohn gesucht. Aber dann hast du erfahren, dass dein Sohn ein 10-jähriger Junge ist. Du hast geglaubt, dass 10 Jahre vergangen wären. Ist es so schwer zu akzeptieren, dass es 60 Jahre waren? Das ist die Realität. Hier bin ich, vom Institut großgezogen und jetzt sein Anführer. Was? Aber warum? Warum ein Kind entführen? Warum dich? Ah, das ist die Frage, oder? Warum ich?
Damals, im Jahr 2277, hatte das Institut große Fortschritte bei der Synth-Produktion gemacht. Aber das reichte nicht. Wissenschaftliche Neugier und das Streben nach Perfektion trieben sie an. Was sie wollten, war die perfekte Maschine. Also folgten sie dem besten Beispiel, dem Menschen. Er geht, spricht, kann sich ausdrücken, ist zu allem fähig. Menschliche Synths? Wirklich? Menschenähnliche Synths. Ein großer Unterschied. Das Institut wollte synthetisch-organische Wesen erschaffen. Der logische Ausgangspunkt war natürlich menschliche DNS. Es gab reichlich, ja. Aber es war alles verunreinigt. In diesem Ödland war jeder von der Strahlung betroffen. Trotz ihrer Versuche, sich vor der Welt da oben zu schützen, wurden Institutsmitglieder der Strahlung ausgesetzt. Sie brauchten eine neue Quelle. Dann hat das Institut mich gefunden, nachdem es Aufzeichnungen aus Volt 111 entdeckt hatte. Ein Säugling. Eingefroren und geschützt vor den Mutationen, die sich in jede andere menschliche Zelle im Commonwealth eingeschlichen hatten. Sie brauchten mich. Meine DNS war die Grundlage der synthetisch-organischen Lebewesen, aus denen alle menschenähnlichen Synths hergestellt wurden. Ich bin ihr Vater, durch Wissenschaft vereint. Die Synths, ich und du. Und du warst die ganze Zeit hier unten? Das war ich. Ja, du hast bestimmt Fragen. Bitte, nur zu. Ich möchte dir helfen zu verstehen. Kellogg hat für dich gearbeitet? Kellogg. Als ich hier ankam, war er schon lange beim Institut. Erst als Direktor erfuhr ich von den Dingen, die er getan hat. Davon, was für ein Mensch er war. Du wusstest, dass er ein Psychopath war, aber hast ihn trotzdem eingesetzt? Hätte ich ihn auf das Commonwealth loslassen sollen? An der kurzen Leine konnte er wenigstens nicht so viele Kollateralschäden anrichten. Das Institut hat Kelloggs Grausamkeit für sich genutzt. Das gebe ich offen zu. Durch Instituts Technologie wurden sein Leben und seine Nützlichkeit verlängert. Weit über das normale Maß hinaus. Er hat das Institut nie enttäuscht, aber seine Grausamkeit wurde immer offensichtlicher. Ich gebe zu, es ist kein Zufall, dass sich eure Wege gekreuzt haben. Es schien passend, um dich, uns, Rache nehmen zu lassen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Dein Vater, er hat dich nie aufwachsen sehen. Ja, was mit ihm geschehen ist. Oh. Ich habe mir die Aufzeichnungen des Vorfalls angesehen. Anscheinend war sein Tod ein bedauerlicher Kollateralschaden. Viele Jahre lang fragte ich mich nie, wer meine Eltern waren. Ich akzeptierte meine Situation. Und das war's. Mit dem Alter kommen das Bedauern und die Was-wäre-wenn-Fragen. Jetzt zählt, dass du und ich die Chance haben, neu anzufangen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Du leitest also das Institut? Ich bin der Direktor. Ja, dafür habe ich jahrzehntelang gearbeitet. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Das Institut ist wichtig. Es ist die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft. Egal, was die da oben über uns denken. Aber Direktor? Warum du? Ich war der Qualifizierteste für die Position. Ganz einfach. Ich habe in diesen Mauern gelebt und mich der Wissenschaft gewidmet. Wie alle Mitglieder des Instituts. Meine Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Das Commonwealth hat nichts von uns zu befürchten.
Das versichere ich dir. Was auch immer du gesehen oder gehört hast. Gib mir etwas Zeit. Es gibt noch mehr zu besprechen. Aber das Institut steht kurz vor einigen wichtigen Durchbrüchen. Deine Anwesenheit würden wir sehr schätzen. Ich war hier Teil von etwas Großartigem. Ich habe geholfen, ein Leben für mich und für die Leute hier im Institut aufzubauen. Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du dabei helfen. Macht dich das nicht neugierig? Ist es nicht das, was du willst? Du willst, dass ich hier bleibe? Im Institut? Ja, das ist mein Vorschlag. Ist das so schwer vorstellbar? Das Institut kann dir ein besseres Leben bieten, als du es auf der Oberfläche jemals haben könntest. Du warst doch im Commonwealth. Du hast gesehen, wie es da ist. Ich versichere dir, dass du es bei uns besser hast. Wie kannst du das sagen? Wie kannst du all diese Leute und ihre Taten geringschätzen? Weil es einfach die Wahrheit ist. Und ich glaube, das weißt du auch. Ich bitte dich nur, dem Institut, mir eine Chance zu geben. Eine Chance, dir zu zeigen, worüber ich dir erzählt habe. Wir haben für die Menschheit nur das Beste im Sinn. Wirst du es versuchen? Willst du das wirklich? Ja. Eine Zusammenarbeit würde uns beiden etwas bringen. Ich weiß es nicht. Lass dir einfach Zeit. Gib dem Institut eine Chance. Das Institut ist jetzt dein und mein Zuhause. Nimm dir Zeit und lerne es kennen. Triff die Leute, mit denen du arbeiten wirst. Du solltest dich bei den Bereichsleitern vorstellen. Dr. Fillmore im Bereich Anlagen, Dr. Ayo im Bereich SEB und Dr. Holdren in der Biowissenschaft. Und schließlich Dr. Lee im Bereich fortschrittliche Systeme. Sie wissen über deine Ankunft Bescheid. Triff sie, dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Okay, jetzt wissen wir aber einiges. Der Jean Sünd ist ein Sündboy. Wir sind 60 Jahre lang eingefroren und nicht nur 10. Heftig. Das Institut, ich habe noch nicht ganz geschnallt, wie, was sie denn wirklich für die Menschheit etwas Besseres können darstellen oder sein. Sehr suspekt auf jeden Fall. Ich würde jetzt am liebsten eigentlich gerne zurückgehen und mit der Railroad mal über das Ganze reden. Wäre wirklich interessant. Und ist er wirklich der Sean? Unser Sohn. Ist das wirklich so? Wenn ich jetzt froh ist, dass es da noch weitergegangen. In meinem ersten Versuch, ich bin da am Glas gestanden, überall. Ich habe gemacht, ich habe da, ich habe alles geschossen und zusätzlich. Schneide die Folgen so zusammengeschnitten, als der erste Teil dabei ist und der zweite Teil haben wir ja jetzt gesehen. Weiss aber nicht, ob ich jetzt hier noch ein bisschen rumschauen soll. Mama, wir gehen doch noch ein bisschen rumschauen. Die sind recht modern eingerichtet hier. Das ist verdammt modern. So finde ich es aber auch geraucht wird hier. He? Scheinbar. Was mir gefällt ist, dass es grüne Pflanze hat. Es ist wieder mal grün. Und nicht rostlos. Weiß und grün. Aber nicht rostlos. Es hat wirklich Bäume. Das nennst du einen sauberen Boden. Haben deine visuellen Rezeptoren eine Fehlfunktion? Siehst du nicht den Staub und Dreck? Verzeihen Sie, Sir. Ich bin eine defekte Reinigungseinheit. Keine Ausreden. Du bist eindeutig defekt. Und ich werde das anzeigen. Vielleicht können wir deine Teile später für etwas verwenden, was tatsächlich zu gebrauchen ist. Entschuldigung. Ja, Sir. Alle Systeme normal. Hier gibt es in letzter Zeit eine Menge Hybris. Damit habe ich nichts zu tun. Hybris. Willkommen im Institut, Ma'am. Sind plötzlich alle nett. Hä? Komisch. Melden Sie alles Verdächtige dem SEB. Dass mal ein Familienmitglied daheim ist. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind, Ma'am. Gibt es denn da auch noch Menschen? Ernsthaft jetzt? So etwa einen. Vielleicht. Zwei. Scanner. Person identifiziert. Vielleicht noch etwa einen, zwei Menschen rum, wo wir noch mit ihnen reden können.
Obwohl ich ein Synth bin, geben Alan und Liam mir das Gefühl, zur Familie zu gehören. Naja, ich weiß nicht, was ich da davor soll halten. Was haltet ihr von dem Institut? Was ist eure Meinung da dazu? Sagt mir es doch bitte via Kommentar, würde mich freuen. Und irgendwie Orientierung. Gleich null. Das sind so Wohnkapseln da, nehme ich an. Ja, so wie das aussieht. Wer bist du? Hallo. Quentin Fillmore. Was immer du auch denkst, ich war's nicht. Alice lügt. Okay. Was auch immer du mir wolltest sagen. Was? Ich mach doch überhaupt nichts. Halt's einfach für dich. Und da sind wir doch gerade unten raufgelaufen vorher, oder? Gehen wir mal ganz runter. Und schauen da noch ein bisschen um. Keine sichtbare Wirkung auf die K14-Verbindung. Wir du? Beginnen dann mit dem nächsten Versuch. Hi. Wenn du dich eingelebt hast, möchte ich dich untersuchen und eine Akte anlegen. Aber kein Grund zur Eile. Eins nach dem anderen, Doc. Ich finde mich gerade erst zurecht. Wie gesagt, es besteht kein Grund zur Eile. Nimm dir doch erstmal Zeit, um dich einzugewöhnen und alles kennenzulernen. Bis dahin kannst du gerne vorbeikommen, wenn du verarztet werden musst. Wir machen die Untersuchung, wenn du bereit dazu bist. Pass auf dich auf, dann habe ich weniger zu tun. Keine Ahnung. Was ich komisch finde, ich habe eigentlich gesagt, ich wüsste ja nicht, noch nicht, ob ich mich will denen anschliessen. Aber eben, wir sind ja immer noch auf Infiltrierungstour. Aber das andere ist, wieso infiltrieren, wenn sie ja eh schon uns erwartet haben? Das finde ich eigentlich noch komisch. Schätze, das musst du selbst herausbekommen. Stillhalten jetzt. Was ist denn das? Sie sind bestimmt stolz auf das, was Vater getan so, und aufgebaut fertig. Hat. Du kannst jetzt deine Pflichten wieder aufnehmen. Und denk dran, jede Wirkung im Detail zu dokumentieren. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich verabschiede mich jetzt mal von euch. Weiter geht's da im Institut in der nächsten Folge, wenn wir da mit all diesen netten Leuten reden. Herausfinden. Probieren herauszufinden, ob wir immer noch auf Infiltrierungsmission sind oder ob wir uns da jetzt im Institut anschliessen sollen. Auf jeden Fall mal dann die Nachricht des Terminals schauen, den Patriot treffen, mal eine andere Sichtweise anzulassen. Irgendwie finde ich es recht komisch, dass da der Jean jetzt plötzlich 60 Jahre später soll sein. Unser Pip-Boy seit 2288. Gut, eben, ja, wir wissen ja wirklich nicht, in welchem Zeitraum als die Entführung stattgefunden hat. Ich kann wirklich 60 Jahre früher sein und wir haben einfach das Gefühl, 10 Jahre. Nein, ich danke euch an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Versteht mich bitte, dass ich zwischendurch ein genervt bin, wenn es so einfach so Bug ist, wo es einfach nicht weitergeht, dass fast schon richtig Gamebreaker gehen, dann finde ich es also wirklich nicht cool. Auch mit Neuladen haben wir dann nachher noch Schwierigkeiten gehabt, bei dem Wiederaufbau von dieser Anlage, die uns da ins Institut bringen sollte. Also wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach gewesen, bis hierher zu kommen. Wir haben es geschafft und ich hoffe, du bist wieder dabei, wenn es weitergeht. Danke vielmals, ich grüße dich, salut.